Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge Nummer 24 von Let's Play Works and Resources Soviet Republic hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen an unserer Holzproduktion gefeilt und hoffen, dass wir jetzt aus dem Geld, also dass wir wieder ein bisschen Geld bekommen, so rum, dass wir aus dem Geld rauskommen, wollte ich schon sagen. So, hier oben haben wir auch angefangen, ein Kino zu bauen. Bin auch mal gespannt, ob das was wird. Oh, das brauchst du sogar gar nicht mal. Cool. Fahrzeuge auf der Baustelle, oh. So, fehlende Ressourcen. Beton, Kies. Okay, kriegen wir hin. Müsste bestimmt sogar schon Betonmischer unterwegs sein. Hier. Automatikmodus, Automatikmodus. Betonwerk ist zugewiesen, immerhin. Aber sie fahren noch nicht. Hm. Weil Beton wird ja eigentlich nur auf Nachfrage gebaut. So, also gemacht. Ist ja wie in echt. In echt kannst du ja auch nicht einfach mal so eine so 50 Tonnen Beton vorhalten, so 2-3 Tage. Und hoffen, dass gleich einer kommt und Beton kaufen will, weißt du so. Das funktioniert ja nicht. So. Ist hier ein Verkehr, ey. Wo habe ich hier eigentlich die Station? So. Hier oben läuft auch. Ja, voll. Mies. wir werden unsere Kohle immer noch nicht los. Also unser Geld schon, aber nicht das andere Kohle. Ich brauche wieder einen offenen LKW. Ah ja, es gibt ja jetzt wieder was Neues. Aber die sind uninteressant für uns. Wir brauchen Leistung, Durchsatz. Zack. Warte bis beladen. Zack. Warte bis entladen. Start! Alter, ist hier ein Verkehr auf der Hauptverkehrsstraße. Heißt ja auch Hauptverkehrsstraße. So. Wir exportieren auch weiter fleißig Strom. Wir gucken mal. Ach, das ist jetzt dieser Monat. Ich guck mal im letzten Monat. Geldtechnisch bringt Fleisch im Moment am meisten. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir noch im Lager haben. Es würde fast reichen, um noch ein Fleisch-LKW durch die Gegend zu schicken. Jetzt fehlt hier Vieh. Hier ist aber noch genug Vieh da. Und hier geht's auch. Und Getreide. Leer. Aber es kommt wieder. Immerhin hin und her hier. Ja, wir brauchen... Hätten doch, glaube ich, ein großes bauen müssen. Ah, oh, das geht mir jetzt... Ich will nicht schon wieder abreißen. Also ich muss mir merken für die Zukunft, dass ich größer plane. Huch, warum lädt mein Handy nicht? Sehr interessant. Naja, gucke ich mir nachher an. So, und was geht hier oben ab? Ah, jetzt kommen sie. Beton kommt auch. Ja, man sieht, wie der Preis einfach nach unten geht jetzt. Jawohl. Und Bauarbeiter sind auch da. Wir sehen also, es wird immer mehr. Der Preis geht immer weiter runter. Sogar ein Bagger ist da, der hier arbeitet. Jawohl. So, hier geht's auch weiter. Hier müsste jetzt auch dem nächsten Bagger kommen, hoffentlich dann. Der Weg ist auch schon wieder fertiggestellt worden. Also, jetzt läuft's. Wenn man erstmal ein bisschen Material und auch Baumaschinen hat, dann läuft's. Oh, habe ich doch so viele Betonmischer. Betonmischer. Beton. Ja, der muss tanken. Ich glaube, die müssen alle tanken, oder? So. Ne, der kommt jetzt wieder zurück. Okay. Ja, da müssen wir bestimmt warten bis zur nächsten Etappe. Weil noch fehlen. Ah ne, es ist alles da. Okay, das ist. Die schließen jetzt diesen Arbeitsschritt ab und danach müssen nochmal 88 Tonnen Beton hin. Und dann die 20 Tonnen Stahl, die noch fehlen, die können wir ja selbst liefern. Die müssen wir halt kaufen. Aber die 80 Tonnen Beton, die liefern wir. Ja, ich habe 4 Mischer, sehe ich gerade. Der Mischer, ajo. So. Also das heißt, unser Betonwerk funktioniert auch, haben wir jetzt festgestellt. Unsere Ziegelfabrik funktioniert auch. Na. Und es bringt auch ein bisschen was an Geld. Zwar nicht viel, aber es reicht. So. Die, was sagen die, ist egal. So, was haben wir denn hier? Arbeitslose, naja. Durchschnittsalter ist 21, immer noch sehr jung. Lebensdauer ist so 76.
geht aber gerade ganz schön nach unten. Produktiv 82%. Ich mache mal das ganze Jahr so. Also wir sind wieder auf einem Tiefpunkt von der Arbeitslosigkeit. Ne, dieses Jahr nehme ich, Entschuldigung. Okay, wir sind auf dem Höhepunkt sozusagen. Bildung, naja. Aber wir haben viele Leute jetzt mit Grundbildung und wenig Leute mit keiner Ausbildung, das ist gut. Autobesitzer haben wir keine. Universität geht auch ein bisschen runter, weil die sterben ja irgendwann. Was haben wir hier? Okay. Bevölkerung generell. Ich suche jedes Mal die gleichen Zahlen irgendwie. Ich suche nämlich jetzt zum Beispiel die Geburtenrate, aber ich weiß nicht. Gut, das müsste hier ja die Geburtenrate sein ungefähr. Ach, da unten steht's doch. Ganz hier unten, weißt du? Geburtenrate, okay. Einwanderer, keine mehr. Todesfälle. Oh, es sterben ganz schön viele Leute in letzter Zeit. Und Fluchten, aber es geht wieder ein bisschen nach unten mit den Fluchten. Wir hatten was, diesen Monat schon 7 Fluchten? Warum sterben auch so viele Leute? Was ist denn hier los? Weil Wohnungen haben wir ja noch mehr als genug zum Beispiel. Na, die kommen hier nicht zu den Läden. Okay, das erklärt einiges, warum sie fliehen. Auf der aktuellen Baustelle benötigt werden. Okay, hier würden jetzt schon die ersten Tonnen Stahl benötigt, aber wir nehmen jetzt uns einen Trick, und zwar kaufen wir einfach Stahl, manueller Kauf, kaufen wir einfach mal 14. Okay, nein, das ist ganz schön teuer. Wir nehmen es andersrum, wir nehmen den hier, kaufen einfach mal so ein paar Tonnen Stahl, ist zwar eigentlich jetzt noch teurer, aber dann holt unser Büro, genau, da fährt er schon, holt den Stahl jetzt hier ab und fährt's hin. Und so können wir die Arbeitsschritte einfach komplett zu Ende führen. Zeig her, der fährt jetzt hier rüber. Jawohl, er holt den Stahl. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, bitte lädt der nur die Bretter. Ja, okay, habe ich so eingestellt. Ho! Alter, wenn der mir jetzt den Stahl geklaut hätte. So, hier brauche ich noch ein Fahrzeug. So, auf geht's. Und hier brauche ich auch noch Fahrzeuge. Hier kann ich ja schon mal eins immerhin kaufen gleich. Ah, wieder kein Geld. Das ist... Die sind zu langsam. Ich bräuchte schon wieder mehr Gabelstapler. Das gibt's doch nicht, Leute. Ich kalkuliere einfach viel zu knapp. Ich bin viel zu knapp kalkulierte Plangesellschaft. Geht so nicht. Jetzt mal was? Holzmenge im Wald und Abschüttung sortieren. Okay. Oder wir nehmen halt mal was Billiges für den Anfang. Ja, komm, einen billigen schon mal. Einfach jetzt für den Anfang. Damit der hier auch ein bisschen arbeitet. So, hier muss ich ja noch hinzufügen. Der soll einfach nur beladen. Alter, haben die hier viel liegen. Boah. Ich brauche eine größere Forklift Garage. Das geht so nicht weiter. Oh Mann, schon wieder. Ah. Ich will nicht schon wieder eigentlich so groß bauen. Oh. So. Und zwar bauen wir jetzt wieder hier unseren kompakten Connector. Da baue ich einen hierher. So. Reiße ich das hier nochmal ab. Manchmal ist Großbauen besser. Ja, ich merk's. Aber mir passiert der Fehler jedes Mal. Wirklich jedes Mal, dass ich viel zu klein baue. So, und jetzt. Ups. Ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt kann ich aufgrund. Ah, jetzt. Wollte gerade sagen, jetzt kann ich aufgrund von Infrastruktur nicht bauen, oder was? Ja, und hier ist jetzt die Kurve zu scharf. Ja, danke fürs Gespräch. Ah, zum Mäusemelken, sage ich ja immer so schön. Jetzt, ah, Alter. Stress, also stressig ist kein Ausdruck dafür, würde ich mal sagen. Ja, alles in Rubel halt wieder. Ist halt unsere Währung. Oh, wieder null. Ich bin pleite. Schon wieder. Mies. So, und jetzt aber.
So, perfekt. Und jetzt kann ich hier hinten noch eine weitere Forklift Garage dran bauen. Eine große halt. Weil jetzt haben die halt auch einen längeren Weg. Das ist natürlich Müll. So, hier wäre jetzt eine große. Ich baue aber so rum, als ob der hier so direkt rankommt, weißt du? Aber du, wenn er das unbedingt möchte, kann er es auch gerne so bauen. Nur werde ich diese lange Strecke sozusagen niemals selbstständig fertigstellen. Also er soll sie bitte von alleine irgendwann mal bauen, weil die brauche ich im Moment nicht. Und bevor ich sie jetzt kaufe und dann wieder abreiß und dann nur Ärger damit habe, nee. So, was macht unser Kino eigentlich? Hey, ist fast fertig. Also bald, irgendwann. Man sieht schon mal das Fundament. Immerhin. Warum ist kein Fahrzeug mehr hier? Es fehlt Beton. Beton. Wo sind die Betonmischer? Da fährt er. Okay. Sie kommen. Ja, da kommen sie. Alle vier Betonmischer im Einsatz. Ach. Ja, ja. Stress pur hier. Oh, die Straße ist auch bald fertig. Hier kann ich einfach mal kurz so korrigieren. So. Du hast unten rechts neue Nachrichten. Oh, ja. Danke, danke, danke. So, dann verbinden wir das hier noch miteinander. Damit hier einfach wieder ein neues Quadrat entsteht. Ah, ein neuer Rettungswagen. Und was haben wir noch? Die Lok. Also noch eine Lok. So. Lokomotive. Boah. Geil. Die brauchen. Ja, guck, gut, dass ich einen Kran habe. Haha, gut, dass ich mal einen Kran gekauft habe. Zwischendrin. Oh, was fehlt? Stahl fehlt. Cool, oder? Jetzt muss ich das nur noch irgendwie erfassen. So. So. Schönes Foto. Toll. So, und das hier hinten. Das. Lol. Ach, ach cool, die können den Kies auch hier abkippen. Und das funktioniert sogar dann auch. Cool. Ja, die sollen lieber mal die Straße hier bauen, damit das hier vorankommt. Weil hier fehlt halt dann einfach zum Schluss noch Asphalt. Ja, passiert. Ja, so viel Bretter sind hier nicht mehr. Oh, Stahl ist leer, deswegen. Ich würde ungern nochmal Stahl kaufen, aber ich muss, oder? Ja, ich brauche noch 6 Tonnen Stahl, na toll. Aber ich kann halt nicht einfach 6 Tonnen auswählen. Ich muss natürlich 14 Tonnen kaufen. Ah ja, jetzt geht's hier auch weiter. Bagger ist gekommen, Material ist gekommen. Einwandfrei. So, das hier ist jetzt die 4. Folge, die wir aufnehmen. Strich. Ha, läuft bei uns. Einwandfrei. Und mich freut's, dass immer noch so viele Zuschauer dabei sind. Wenn ich überlege, wie ich mich jetzt die ersten 2 Monate abgemüht habe, mit 2 bis 4 Zuschauer, und jetzt heute über 6 im Durchschnitt. Also ich muss echt sagen, ich bin echt dankbar, Leute, dass ihr da seid. Es bringt mich mega voran, es hat mich jetzt zu Affiliate gebracht. Jetzt warte ich halt natürlich noch auf die ganzen Amtssachen, auf das, dass ich halt auch von rechts wegen her alles richtig mache. Aber dann ist einfach nur, dann läuft's. Das glaube ich, dass du gerne da bist, Dustin. Ich glaub's dir ausnahmsweise. Meinen Kollegen glaube ich das irgendwie nie so richtig, wenn die freiwillig meine Streams gucken. Meine Arbeitskollegen, ey. Es ist generell, ich glaube, für einen Content Creator an sich ist es schwierig, sich selbst vorzustellen, dass jemand den Content freiwillig guckt. Das ist, ich kann meine eigenen Videos nicht gucken länger als 2 Minuten. Außer die, wo ich nicht rede. Weil ich kann, also ich glaube, da bin ich ja nicht der Einzige, der einfach sagt, ey, ich kann meine Stimme selbst nicht hören. Das geht mir so auf den Sack. Die eigene Stimme zu hören. Wo gehen die denn hin? Die gehen hier oben arbeiten. Oh Gott, hier kommen 3 Busse auf einmal. Okay, die fahren beide hier hoch. Willkommen im Club. Ja.
Ich glaube, ich könnte auch nie Musiker, also richtig Musiker werden, weil ich niemals meine eigenen Alben hören könnte. Guck mal, jetzt steht hier der Asphaltfertiger und wartet. So, das ist hier. Hier fehlt dann jetzt Beton, Kies und Asphalt und Stahl. So, ah, jetzt ist es angebunden ans Office durch die Wege. Also das sind, also das heißt, hier können Baustellenfahrzeuge fahren, hier können dann auch die Feuerwehr fahren und so. Es läuft. So, die Straße ist auch bald fertig. Sieht immer so lustig aus. Hier ist ein kleiner Bereich. Hier ist so ein kleiner verwuselter Bereich. Ja, vor allem Wuseln trifft es hier ganz gut. Was sagt unser Fleischlager? Läuft. Was sagt unser Getreidelager? Läuft nicht. Läuft nisch. Nischt läuft hier. Ich habe kein Essen und kein Alkohol. Oh, mies, 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 mies. Mies, mies, mies. Ich lasse jetzt den hier umziehen auf das hier. Und dann nehme ich den hier rüber. Weil das halt die größeren Fahrzeuge sind mit mehr Kapazität. Da ist es besser, wenn die... Ah, das steht ja am Feld, deswegen. Ja, also... ja. Hier liegt noch Getreide rum, hier liegt noch Getreide rum, hier liegt noch... Hier liegt noch überall Getreide rum, eigentlich. Es ist halt... Wir haben nicht genug. Also ich muss das hier wahrscheinlich alles irgendwann nochmal komplett umbauen. Aber dann nur, wenn ich 10.000 Rubel habe, oder 100.000 Rubel oder mehr. Weil alles andere ist ja wirklich, also nee. Einfach nein. Guck mal, die stehen sogar in der Garage, so wenig haben die zu tun. Weil die haben ja nur hier dieses Dreieck. Ja. Ah nee, die beladen, nee doch. Die haben nur hier die zwei. Also nur holen und bringen. Das muss ja auch reichen für die. Das sind ja auch nur zwei Gabelstapler. So, Baustelle ist besetzt. Ja, okay. Zack. So, und jetzt... Ah, oh, Mist, ich habe die falsche gebaut. Oh. Ah. Wie war das mit dem Mäusemelken? Ich könnte ausrasten. Geil, jetzt hat er hier den ganzen Weg wieder, das ganze Ding wieder abgerissen. Ist das jetzt die richtige? Ich muss hier die Straße auch nochmal ein Stück abreißen, so. Jetzt ist halt immer, die Frage, okay, das ist wahrscheinlich die kleine. Ja, hier sind die Dinger weiter auseinander. So, das reißen wir ab. Das braucht nämlich keiner. So, so ist doch besser. So, das kann er auch hier wieder bauen. Oh, Mann. Wenn man blöd ist, ist es halt einfach blöd, oder? Was macht eigentlich unser Kino? Oh, unser Kino ist fertig. Cool. So. Hier oben ist auch gleich fertig. Ja. Macht hier gerade noch so den Feinschliff, nenne ich es mal. Feintuning. Hier können wir eigentlich auch demnächst umbauen auf eine durchgehende Station, auf eine Durchfahrt. Oder bauen wir jetzt hier ein Einkaufszentrum hin, ne? Kino, Einkaufszentrum, so. Einkaufszentrum würde... Das würde hier sogar reinpassen. Guck mal. Dann ist ja natürlich... Ob wir... Oh. Brüche? Egal. Ob wir ein Einkaufszentrum bauen, seht ihr in der nächsten Folge. Abonnieren, Daumen hoch und die Glocke drücken. Und bis dahin. Tschüss.